Was passierte eigentlich mit den Todessern nach dem Zaubererkrieg? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video befassen wir uns mit den Todessern, insbesondere damit, was nach dem Zweiten Zaubererkrieg genau mit ihnen geschah. Nach der Schlacht von Hogwarts gab es einige Fragen zu klären. Lord Voldemort war tot, und mit seinem Ende war die Zaubererwelt endlich von dem Terror befreit, der sie in den letzten Jahren erschüttert hatte. Doch mit dem Tod von Lord Voldemort waren nicht alle Probleme gelöst, mit denen Harry Potter und seine zaubernden Freunde zu kämpfen hatten. Denn es gab immer noch viele Todesser, die am Leben waren, und niemand weiß genau, was aus ihnen geworden ist. In diesem Video werfen wir deshalb genau einen Blick auf einige der gefährlichsten Todesser, die die Schlacht von Hogwarts überlebten, und versuchen natürlich unser Bestes, um herauszufinden, wo sie gelandet sind und was aus ihnen geworden ist. Als allererstes auf unserer Liste haben wir natürlich Fenrir Greyback. Fenrir Greyback mag wie ein gewöhnlicher Todesser aussehen, aber das war er eigentlich nicht. Er arbeitete eng mit Voldemort und seinen dunklen Zauberern zusammen. Allerdings gehörte Fenrir Greyback nicht offiziell zu Voldemorts enger Mannschaft. Stattdessen verbündete sich der Werwolf mit Voldemort, weil sie ein gemeinsames Ziel hatten: den Umsturz der bestehenden Machtstrukturen der Zaubererwelt. Genau wie Tom Riddle hatte er ein Problem mit Zauberern, die Vorurteile gegen Werwölfe hegten und die Lykanthropie-Infizierten als eine Art Ungeziefer betrachteten, das ihre Gemeinschaften terrorisierte. Fenrir hatte natürlich eine andere Meinung und wollte so viele Zauberer wie möglich als Rache mit Lykanthropie infizieren. Fenrir war über diese Ideologie nicht nur beleidigt, sondern auch sehr wütend, und er machte es sich zum Ziel, so viele Zauberer wie möglich mit Lykanthropie zu infizieren, um eine Armee aufzubauen, die groß genug war, um das Zaubereiministerium zu stürzen. Deswegen passten beide Pläne ziemlich gut zusammen, der von Voldemort und der von Fenrir Greyback, aber er war kein eigentlicher Todesser. Doch all das kam während der Schlacht von Hogwarts zum Stillstand, als ihn Ron Weasley und Neville Longbottom besiegten. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass der Werwolf danach mit magischen Ketten gefesselt und in eine Zelle in Azkaban gebracht wurde, wenn er nicht schon auf dem Schlachtfeld getötet wurde. Aber was ist, wenn Fenrir überlebt hat? Am Ende der Schlacht wäre seine Werwolfsarmee ziemlich dezimiert gewesen und Hogwarts hätte dafür gesorgt. Also hätte Fenrir Greyback sich komplett neu organisieren müssen. Er konnte natürlich nicht so dreist vorgehen wie während Voldemorts Aufstieg zur Macht. Jetzt musste er zurück in den Schatten und sein Leben im Verborgenen führen. Wenn er klug wäre, hätte Greyback die gesamte Zauberergemeinschaft gemieden. Das bedeutet, dass er, um seine Werwolfsarmee neu zu vergrößern, Muggel jagen musste und vielleicht nicht nur in England blieb, um seine Ziele zu erreichen. Aber mit dem Sieg der Zauberergemeinschaft durch Harry Potter war es nur eine Frage der Zeit, bis Zauberer und Hexen einen Aufstieg der muggelgeborenen Werwölfe bemerken würden. Wenn Fenrir klug war, hätte er das Land komplett verlassen und einen Kurs in Richtung eines instabileren Teils der Welt eingeschlagen. Vielleicht würde der Weg von Fenrir in den Osten führen, auf eine ganz andere Seite der Welt, einen anderen Kontinent, wo er natürlich nach Herzenslust jagen konnte. Im Gegensatz zu Zauberern und Hexen, die seine typischen Opfer waren, hätte er bei Muggeln sehr viel vorsichtiger sein müssen. Ohne Magie an ihrer Seite und nur auf moderne Medizin angewiesen, die nicht immer in der Lage war, Werwolfsverletzungen zu behandeln, wäre es für Fenrir eine andere Art von Herausforderung gewesen. Wenn Fenrir Greyback in der Lage wäre, eine echte Werwolfsarmee mit tausenden von Mitgliedern aufzubauen, hätte er wahrscheinlich als nächstes das Zaubereiministerium in England ins Visier genommen, da genau das sein Hauptziel war von Anfang an. Wie wir wissen, verfolgte er ähnliche Ziele wie Lord Voldemort, eine neue Ordnung zu schaffen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Fenrir, wenn er nicht gestorben ist oder gefangen genommen wurde, immer noch bereit wäre, eine Menge Schaden auf der Erde anzurichten. Bevor wir mit dem Video weitermachen, möchte ich euch kurz FlexiSpot vorstellen. Die netten Leute von FlexiSpot haben mir ein wirklich tolles Produkt geschickt, welches ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, da ich es selber aktiv nutze, sogar in diesem Moment, nämlich einen höhenverstellbaren Tisch, was bei meiner Größe wirklich richtig sinnvoll ist. Ich habe mich schon lange nach so etwas umgeschaut und bin dann bei FlexiSpot fündig geworden. Wenn du auch den ganzen Tag auf der Arbeit sitzt und zum Beispiel im Homeoffice am Schreibtisch hängst, dann empfehle ich dir wirklich, dich um deinen Rücken zu kümmern und nicht einfach abzuwarten, bis er kaputt ist. Da helfen diese höhenverstellbaren Tische ziemlich doll bei, muss ich sagen. Der erste Link in der Videobeschreibung führt euch direkt zu den besten Tischen ihrer Art. Und mit dem Code neben dem Link erhaltet ihr nochmal 5% Rabatt darauf.
Bei Flexi-Spots findet ihr außerdem noch andere richtig coole Sachen wie Bürostühle, die unglaublich bequem und gesundheitsfördernd sind. Also guckt gerne mal auf dem Link in der Videobeschreibung vorbei. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Amicus Carrow. Als Lord Voldemort den Marsch gegen das Zaubereiministerium anführte, nutzte er seine neu gewonnene Macht, um seine Agenten in Machtpositionen in der gesamten Zaubererwelt einzusetzen. Einer dieser Agenten war Amicus Carrow, ein prominenter dunkler Zauberer, der während des ersten Zaubererkrieges in den späten 70er Jahren an der Seite des Dunklen Lords kämpfte. Genau wie Lucius Malfoy und viele andere Todesser, die den ersten Zaubererkrieg überlebt hatten, verbrachte Amicus Carrow nicht seine Tage damit, nach seinem besiegten Herrn Lord Voldemort zu suchen. Stattdessen hielt er sich die Jahre über im Schatten an der Seite seiner Schwester Alecto verborgen. Erst als Lord Voldemort durch den Zaubertrank von Peter Pettigrew wieder einen richtigen Körper erlangte, kehrte Carrow zu seinem Herrn zurück. Danach schloss sich Amycos erneut den Todessern an, die eine Schreckensherrschaft über Großbritannien ausübten. Schließlich wurde er zum Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts ernannt. Aber wo ist Amicus Carrow nach der letzten Schlacht von Hogwarts, als Lord Voldemort von Harry Potter getötet wurde, gelandet? Die allgemeine Meinung ist, dass er in Azkaban gelandet ist. Genau wie die Todesser aus dem ersten Zaubererkrieg wurden auch die Todesser aus dem zweiten Zaubererkrieg nach Azkaban geschickt. Aber was ist, wenn Carrow entkam? Denn es gibt keine genaue Angabe, ob er wirklich in Azkaban gelandet ist. Nun, Amycos wurde in eine wohlhabende und hoch angesehene Familie reinen Blutes hineingeboren. Wenn er genug Abstand zwischen sich und die Auroren des Ministeriums gebracht hätte, hätte er sicherlich die Möglichkeit gehabt, zu entkommen. Wenn er irgendwie aus dem Ravenclaw-Turm entkommen wäre, wo er während der Schlacht von Hogwarts gefangen war, hätte er sich davonschleichen können und könnte nie wieder von sich hören lassen, vor allem, wenn er die Hilfe seiner Schwester gehabt hätte. Er war reich und eigentlich hat ihn nichts mehr gejuckt, also könnte er eigentlich auch abhauen, oder? Als nächstes auf unserer Liste haben wir Alecto Carrow. Alecto Carrow war die Schwester von Amycus und teilte ein ähnliches Schicksal. Genau wie ihr Bruder war Alecto eine der wichtigsten Todesserinnen während Voldemorts Feldzügen im Zweiten Zaubererkrieg. Während der Dunkle Lord langsam die gesetzlichen Befugnisse des Zaubereiministeriums unterminierte, führte Alecto Missionen durch, um den Rest der britischen Zaubererwelt zu terrorisieren. Schließlich wurde auch sie Professorin in Hogwarts unter der Leitung des neuen Schulleiters Severus Snape. Doch nach einer turbulenten Karriere dort endete Alectos Amtszeit mit der Schlacht von Hogwarts. Zusammen mit ihrem Bruder wurde sie im Ravenclaw-Turm eingesperrt. Da sie an keiner der berühmten Auseinandersetzungen in den unteren Gemächern des Schlosses teilgenommen hatte, gab es einen kurzen Moment, in dem Alecto hätte entkommen können, da niemand auf sie aufgepasst hat. Mit Amycos an ihrer Seite wäre es der dunklen Hexe nicht schwer gefallen, gemeinsam zu fliehen. Wenn die beiden Geschwister also nicht in Azkaban gelandet sind, wovon wir nicht ausgehen können, wären sie vielleicht durch den verbotenen Wald direkt an Voldemort vorbei in die Freiheit geflohen. Wenn es ihnen gelungen wäre, ihm auszuweichen, hätten das Ministerium und seine Auroren wahrscheinlich nicht viel tun können, um die Carrows daran zu hindern, den Rest ihres Lebens unter neuen Identitäten zu leben. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Augustus Rookwood. Augustus Rookwood war einer von Voldemorts furchtbarsten Verbündeten während des Zweiten Zaubererkrieges und einer seiner ältesten Anhänger zugleich. Rookwood spielte eine einzigartige Rolle in Voldemorts Strategie, da er als Maulwurf im Zaubereiministerium fungierte. Voldemort musste viele einflussreiche Mitarbeiter des Ministeriums für seine Sache gewinnen, um erfolgreich gegen die Zauberergesellschaft vorzugehen. Augustus war jedoch besonders wertvoll, da er in der Abteilung für Mysterien arbeitete, dem Ort, der Geheimnisse wie Gedanken, Liebe, Zeit und den Tod bewahrte. Letzteres, also der Tod, war ein Konzept, das Voldemort nie wirklich begreifen konnte und nach Albus Dumbledores eigenen Worten das war, was Voldemort am meisten fürchtete. Es ist nicht schwer vorstellbar, dass Augustus' Position als Maulwurf im Ministerium eine der wertvollsten Errungenschaften Voldemorts war und dass Augustus' Forschungen vielleicht sogar zu Voldemorts Wiedergeburt beigetragen haben könnten. Während der Schlacht von Hogwarts traf Augustus auf seinen Meister, als er auf Aberforth Dumbledore stieß. Bei der Konfrontation wurde Augustus überwältigt und seine Geschichte endet hier, ähnlich wie bei den Carrow-Geschwistern. Die meisten nehmen an, dass er entweder starb oder schnell nach Azkaban gebracht wurde. Aber was, wenn nicht? Wir wissen bereits viel über Augustus' Vergangenheit als Maulwurf. Er hatte Zugang zu altem, wertvollem Wissen und Spitzenforschung. Wenn es Rookwood irgendwie geschafft hätte, der Verhaftung zu entgehen, hätte er sich wie andere Todesser-Sympathisanten zurückziehen und sein Leben weiterführen können.
Aber im Gegensatz zu anderen hätte Augustus weiterhin für die Sache kämpfen und seine Forschung fortsetzen können und wollen. Augustus war einer der Unsäglichen im Ministerium, eine Gruppe, die von Natur aus ein Rätsel ist. Obwohl wir nicht viel über ihre Arbeit und ihre einzigartigen magischen Fähigkeiten wissen, können wir sicher sein, dass Rookwood nicht nur von dem Schleier, sondern auch von der Zeitkammer wusste, zumindest während seiner Zeit im Ministerium. Wenn es ihm gelungen wäre zu entkommen, wäre es nicht undenkbar anzunehmen, dass er versucht hätte, die Zeitkammer zu betreten und neue Zeitumkehrer herzustellen, ähnlich denen, die während der Schlacht in der Abteilung für Mysterien zerstört wurden. Falls er erfolgreich gewesen wäre, hätte er möglicherweise versucht, in der Zeit zurückzureisen und Voldemort daran zu hindern, Harry Potter zu töten, ähnlich wie es Delphine, die Tochter des Dunklen Lords, im verwunschenen Kind getan hat. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Was denkt ihr, was mit den Todessern nach der Schlacht von Hogwarts passiert ist? Denkt ihr, sie sind tot? Denkt ihr, sie sind in Azkaban? Oder denkt ihr, sie sind entkommen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Für Fragen oder Anmerkungen hinterlasst gerne einen Kommentar unter dem Video. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.